Hallo ihr Lieben, euer Johnson89 mal wieder. Ich habe wieder ein kleines Modevideo für euch, weil ich habe mir mal wieder was gekauft. Wer hätte es gedacht, ich konnte nicht anders. Ihr kennt mich. Kurze Story. Oder ich erläutere es einfach mal kurz. Mein Tag war scheiße. Ich bin morgens aufgewacht. Kennt ihr das, wenn ihr aufwacht und ihr einfach nur heulen könntet und ihr nicht mal wisst warum und das euch noch mehr verzweifelt? So ein Tag war das für mich. Ich war genervt von mir selbst, von der ganzen Situation. Ich war einfach schlecht drauf, richtig, richtig schlecht drauf. Auf dem Weg zur Arbeit war wieder jemand scheiße für mich. Ich wurde angerempelt. Es war einfach unerträglich ätzend an diesem Tag. Viele Menschen und mir geht es einfach schlecht. Und dann läuft man da an Footlocker vorbei und denkt sich, ne, ich geh nicht shoppen, ich hab keinen Bock auf den Scheiß, ich will nach Hause und mich in irgendeinem Loch verkriechen. Hab ich nicht gemacht. Ich bin zur Footlocker rein und da standen ein paar Schuhe, die ich sowieso haben wollte. Und ich habe sie gekauft. Ihr kennt mich. Wieso auch nicht, weil, kann ich euch erklären, ich habe mir diese Schuhe gekauft. Diese Schuhe. Stan Smith von Adidas, die ich schon so lange haben wollte. Ich weiß, jeder Depp rennt damit wieder rum, aber sie sind genauso wie meine allerliebsten Adidas-Schuhe, die Superstars. Und die Superstars habe ich seit Jahren, wirklich seit klein auf, habe ich immer mal wieder ein paar Superstars. Die waren damals, glaube ich, irgendwann mal in, die sind jetzt seit 2 oder 3 Jahren, glaube ich, wieder in. Die Stan Smith sind auch uralt und sind auf einmal auch wieder da und die sind halt vom Modell her sehr gleich. Ich habe die diesmal auch, das ist mein erster der Schuhe seit langem, die ich in Größe 11 gekauft habe und nicht in 12. Herrengröße, quasi einfach kleiner. Meine Nase, das ist furchtbar. Ich zeige euch die jetzt einfach mal. Die sind wirklich einfach. Es sind Stan Smith. Stan Smith setzt auf Einfachheit. Nicht wundern, ich hatte sie jetzt schon zweimal an, deswegen sind sie nicht mehr ganz top. Aber sie sind weiß, sie sind wunderschön weiß und ein kleines bisschen Silber. Och komm, fokussiert doch mal. Es fokussiert nicht. Ich glaube, die Kamera mag mich einfach nicht. Sind sie nicht schön? Ich finde sie schön. Sie sind super schön und wundert euch nicht, sie sind ein bisschen schmutzig. Ein kleines bisschen. Ich habe sie natürlich schon wieder imprägniert, weil ich habe von Colonial ein wunderschönes Imprägnierspray und habe es direkt ausprobiert. Die Schnürsenkel sind auch noch so schön weiß. Sie sind so unglaublich schön weiß, aber ich hoffe, sie bleiben auch sehr lange weiß. Ich müsste mir eigentlich Crap dafür holen. Ich hoffe, man sieht das. Das ist so Straußenlederoptik. Keine Sorge, es ist kein Strauß dafür gestorben. Nein, es ist eine Kuh dafür gestorben. Die wurde dann geprägt wie ein Strauß. Ja. Wunderschöne weiße Schuhe. Ich liebe die. Sie sind noch ein bisschen hart, also ich hatte sie jetzt schon zweimal an. Das Leder muss ich noch ein bisschen einlaufen. Kennt man ja von neuen Schuhen, aber kriege ich schon hin. Hier vorne habt ihr dieses typische Emblem mit Stan Smith. Hier ist sogar ein Foto von Stan Smith quasi aufgedruckt. Ich kann euch den zweiten noch dazu zeigen, weil zu zweit sehen sie immer schöner aus. Sind die. Dann sind die nicht wahnsinnig weiß. Ich glaube, mein Shirt ist auch noch schön weiß. Aber die sind so schön weiß. Und hier steht auch nochmal Adidas. Damit man sehen kann, das sind keine Fakes. Ne? Weil auf Fakes steht ja nie Adidas drauf. Nein, auf Fakes steht 20.000 Mal Adidas drauf. Daran erkennt ihr auch Fake-Sachen. Wenn einer ein Armani-Shirt drauf hat, wo überall Armani steht. Ja, das waren auf jeden Fall meine neuen Lieblinge. Ich hoffe, ihr habt die auch. Wer die hat, schreibt mir unten rein, wie ihr die findet. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss.